Es wird immer schöner. Neulich wurde bekannt, dass Wolfgang Kubicki der stellvertretende Vorsitzende der FDP und Vizepräsident des Bundestags den Rücktritt von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach gefordert hat. Der Grund dafür liegt in Lauterbachs Umgang mit wichtigen Informationen während der Corona-Pandemie. Kubicki wirft ihm vor, die Öffentlichkeit bewusst getäuscht zu haben, um seine Impfpolitik durchzusetzen. Auslöser für Kubickis Rücktrittsforderung sind die jetzt veröffentlichten Protokolle des Robert-Koch-Instituts, ja, die offenbaren, wie der Corona-Krisenstab des RKI intern arbeitete und wie politischer Einfluss durch Lauterbachs Ministerium ausgeübt wurde. In einem offenen Brief über den die Bild-Zeitung berichtete, kritisiert Kubicki scharf, dass das RKI seit dem Frühjahr 2022 über detaillierte Zahlen zu den Corona-Todesfällen verfügte, diese jedoch nie an die Öffentlichkeit weitergab. Laut den Protokollen wurden die Todeszahlen absichtlich höher dargestellt, als sie tatsächlich waren. Das muss man sich wirklich mal vorstellen, was da abgeht. Apollo News berichtete ebenfalls kürzlich über diese Diskrepanz zwischen dem internen Wissen des RKI und dem, was der Öffentlichkeit mitgeteilt wurde. Kubicki hält die Erklärungen aus Lauterbachs Gesundheitsministerium zu diesen Vorwürfen für mindestens irreführend, sagt er da. In seinem Schreiben geht Kubicki noch weiter und zitiert aus den RKI-Protokollen, in denen eine mögliche Herabstufung der Risikobewertung während der Pandemie diskutiert wurde. Diese Protokolle zeigen laut Kubicki deutlich, dass Lauterbachs Ministerium politisch intervenierte, um eine solche Herabstufung zu verhindern. So sei zum Beispiel vermerkt worden, dass der Zeitpunkt der Veröffentlichung einer neuen Bewertung von der Zustimmung des Ministeriums abhing. Eine frühere Herabstufung hätte möglicherweise als ein Zeichen der Entspannung gewertet werden können, was politisch nicht gewünscht war. Wahnsinn. An anderer Stelle wurde eine Reduzierung des Risikostatus von sehr hoch auf hoch explizit vom Ministerium abgelehnt. Aus strategischen Gründen sollte eine Herabstufung nur schrittweise erfolgen, um das politische Ziel nicht zu gefährden. Wahnsinn. Kubicki ist der Ansicht, dass Lauterbach als vehementer Befürworter der allgemeinen Impfpflicht nicht akzeptieren wollte, dass die mildere Omikron-Variante aus fachlicher Sicht eine Herabstufung der Risikobewertung erforderlich machte. Laut Kubicki habe Lauterbach die Grenzen der Wahrheit überschritten, um seine politischen Ziele durchzusetzen. Ja? Deshalb sei er als Gesundheitsminister nicht länger tragbar, hat er gesagt. Kubicki schließt seinen Brief mit der Forderung, dass Lauterbach persönliche Konsequenzen ziehen müsse. Laut Kubicki hat Lauterbach durch seinen Umgang mit der Wahrheit das Vertrauen in die Bundesregierung erheblich beschädigt und Zweifel an der Integrität staatlichen Handelns geschürt. Allerdings gibt es auch eine andere Sichtweise auf diese Forderung. Manche meinen, dass Kubickis Aufruf,
eher dem Wahlkampf geschuldet ist, insbesondere im Osten Deutschlands. Es ist nicht das erste Mal, dass Kubicki Lauterbachs Rücktritt fordert. Tatsächlich hat er dies schon 10-mal getan, ohne dass etwas passiert ist. Oft wird nach 2 Tagen die Aufregung vergessen und es heißt, die beiden würden dann wieder entspannt ein Glas Sekt auf Kubickis Yacht trinken. Wie siehst du das?